Und Janine Völker, auch eine der kleineren im Spiel mit 1,77. Oh, hat Heber gespielt. Nicht schlecht die Variante. Der Block steht auch für Sperrin. Das war sehr gut gesehen. Ja, von oben runter gedrückt. Da konnten die Damen aus Sperrin nichts machen. 21:16. Rüscher hat jetzt im Spiel für die Angabe. Und ein Drei-Mann-Block gegen Mira Topic. Und der Punkt für Gent, weil da war Denise Hanke noch dran. Ja, da war die Scharinerin noch dran. Der Punkt für Gent, 21:17. Oh, zweiter Ball im Spiel. Das war gar keine so schlechte Aufschlagvariante. Aber sollte natürlich nicht sein, zweiter Ball, eine Verletzungsgefahr. Die ist ausgeräumt. Und das Spiel wird fortgesetzt. Und Topic mit Gewalt. Der war gut gegen den Block geschlagen. Der ist ja meilenweit in das Gegner, in die andere Seite ins Ausgegangen. Punkt für Schwerin. 22:17. Da dreht der Tormann. Gut, da stand der Schwerin im Mittelblock. Und der Block von Hanke geht ins Aus und deshalb Punkt für Gurs, 22:18. Und das war Berit Kaufeld in der unnachahmlichen Art. Steht sie in der Luft und wartet, bis die Lücke da ist. Ich wollte gerade sagen, Schwerin war schon 8 Punkte weg im dritten Satz und jetzt sind es 4, aber jetzt sind es wieder 5. 23:18. Hanke mit der Sprungaufgabe, 23:18. Hat zu Glück beim Netzroller. Und Punkt für Gent. Das sah für mich aus, als aber der Linienrichter hat den Ball drin gesehen, deswegen 23:19. Aber es war klasse gespielt von den Belgiern. Richtig, Kaufeld war schon rübergerückt. Die Lücke war da, sehr gut gesehen. Und der war auch ganz knapp drin, der Block von den Belgiern. Und so langsam kommt Spannung auf. 23:20. Und bei Toure ist das ein bisschen zu viel Spannung, der nimmt erstmal eine Auszeit. Ja, auf alle Fälle ist es wichtig, jetzt diesen Satz für sich zu entscheiden, nach Hause zu bringen. Denn sollten die Belgierinnen jetzt hier diesen Satz holen, dann sieht es ganz düster aus. Dann können wir uns wahrscheinlich doch schon auf ein Golden Set einstellen hier. Ja, man hat doch einen ganz klaren Vorteil, wenn man diesen dritten Satz gewinnt. Diese 2:1 Führung, man kann eben in den vierten Satz gehen. Wenn man ihn verliert, ist es nicht ganz so schlimm. Wenn man aber mit einem Rückstand in den vierten Satz geht, dann steht man unter Druck. Dann ist man gefordert. Und auch wenn Sperrin bisher sehr gute Tiebreaks gespielt hat in dieser Saison, abgesehen vom Pokal, muss man sagen, ich will keiner. Die Spannung brauchen wir hier nicht. Van der Steene. Und der Ball fällt ins Feld von Parale. Gegen den Block geschlagen, er fällt ins Feld. Der Lauf der Belgier geht weiter. 23:21. Ja, Jörg, du beweist dich da richtig als Volleyball-Experte.
Hätte man nicht besser voraussagen können. Und Julia Retzlaff kommt jetzt für Maja Pachale. Und genau diese soll jetzt auch den Punkt machen, aber die Belgier holen sich den noch. Der Ball von Retzlaff geblockt. Feldkauf fällt in die Arme und Retzlaff mit welch einem Heber. Mit Übersicht holen sie sich diesen Satzball. Und setzen damit die Belgier jetzt richtig unter Druck. Der Miratopic schlägt auf zum Satzgewinn. Und Adlerova kommt zurück für Janine Völker. Wieder gut von Retzlaff. Sie bringt jetzt die entscheidenden Impulse im Spiel für Schwerin und macht noch nicht hier den entscheidenden Punkt. Aber die Einwechslung von Ture war sehr gut. Rockstand gut. Oh, Satzball abgewehrt. Ja, der Falkenhier. Auch wieder ein schöner Ballwechsel von beiden Seiten. Und okay, erneut Satzball für Schwerin. Das schlägt auf die Nummer 6. Maud Kattery. Zwei Satzbälle sind es noch für Schwerin. Jetzt der erste. Und Kaufeld macht den Punkt und holt damit den dritten Satz für Schwerin. 2-1 nach 16 für den Schwerin SC. Wir freuen uns jetzt auf den spannenden vierten. Ja, und hier geht's jetzt weiter im Spiel Schwerin SC gegen die VDK Gent. Es fängt an, der vierte Satz. Nach Sätzen steht es 2-1 für den SSC. Und das schlicht auf die Nummer 10, Denise Hanke. Und es beginnt wie im Satz Nummer 3 mit dem Punkt durch Berit Kaufeld am Mittelblock. Gut aufgepasst, rübergedrückt, 1-0 für Schwerin. Und die Nationalspielerin Hanke mit ihrem zweiten Aufschlag. Boah, direkt der Punkt, sehr gut gemacht. Ja, das erste Ass, ne, heute Abend von Schwerin. Nee, das erste ist es, glaube ich, nicht. Kaufeld hatte vorhin auch schon eins. Aber natürlich tut dieses Ass am Anfang des Satzes sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil die Belgier immer sehr, sehr gut aussehen. In der Annahme sehen die sehr, sehr gut aus. Das muss ich auch bestätigen. Auch sehr gut aus den Startlöchern immer gekommen sind. Aber wie auch im dritten, so auch im vierten, jetzt kommt jetzt Schwerin etwas besser aus den Startlöchern. Aber den Ball bekommen sie nicht mehr. Den konnte sie wahrlich nicht mehr kriegen. Und deswegen jetzt Angabe durch die Nummer 3, Van de Steen. Und Maja Parade scheitert am Block. 2-2. Und Parale, diesmal nicht im Block, dafür aber zu weit. Punkt erneut für die Belgierinnen. 3-2. Und Parale. Darf sie dann auch gleich eine Pause gönnen? Und Julia Retzlaff kommt. Thomsen, Topic. Und Adlerova. Und dann der Punkt. Durch Kadri.
durch den Block durchgeschlagen. 4:2 für Belgien. Beziehungsweise für die belgische Vertretung aus Gent. Toppitz scheitert am Block. Und Retzlaff bringt ihn rüber. Hat nicht richtig getroffen. Und Retzlaff mit dem Punkt. Für Schwerin. Nach dem ersten Einsatz, wo sie nicht so glücklich aussah, jetzt im dritten und jetzt auch im vierten Satz, feste Stütze für die Mannschaft, Julia Retzlaff. Ja, jetzt diesen Punkt hat sie auch selbst persönlich gebraucht. Sie war noch nicht so richtig im Spiel. Und ich glaube, das gibt ihr jetzt genug Selbstvertrauen. Und gleich der zweite Punkt von ihr. Und das ist der Ausgleich 4:4. Ja, es entwickelt sich ein klasse Spiel hier, jetzt auch im vierten Satz. Und das war eine Berührung zu viel. Und deshalb der Punkt für Gent. Das ist aber runtergespannt, ist schwierig zu nehmen dann. Naja, wenn er dann im Netz hinkt schon, dann ist es ganz schwierig, den noch rüber zu kriegen. Kadre. Und Adlerova mit dem Punkt. Ja, genau. So muss das laufen. Sehr gut gesehen. Abgeschlossen durch die Vendula Adlerova. 5:5. Berit Kaufeld. Und der Ball zu weit. 5:6. Es gibt Punkt für Schwerin. Warum? Ich nehme mal an, dass er der Ball die Stange berührt hat. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Und das ist aufgrund dessen, es hier den Punkt für Schwerin gab. Und Retzlaff mit der Angabe. Gefährlich übers Netz. Thormann verliert das Duell am Block. Und Adlerova mit Gewalt. Hat jetzt wieder etwas mehr Glück in ihren Aktionen. 7:6. Die Belgierin geben nicht auf. Was sieht man an der Körpersprache? Die kämpfen. Ja, und der Ball von Retzlaff ins Netz. Ja, natürlich auch in Belgien weiß man, das Schweriner Fernsehen ist da beim Schweriner SC. Und das können sie zu Hause auch vorzeigen, dass sie hier ein gutes Spiel abgeliefert haben in Schwerin. Gerade in Bezug auf die Auszeichnung zur Sportstadt in Flandern. Und jetzt der Punkt erneut für die Gäste durch Van der Steene. Und da gibt es die technische Auszeit beim Stand von 7:8 für die Gäste.